Ja, hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute wollte ich euch das Tool von Jora zeigen. Also für mich quasi das neue Zenvius. Also meiner Meinung nach ist es no hate an Louis von Zenvius, aber ich finde es tausendmal besser, das Tool, weil man vor allem noch mehr damit machen kann. Und wie ich mitbekommen habe, kümmert sich Jora auch tausendmal mehr um das Tool, als Louis es tut. Also bei Louis hat man eine Wartezeit, sagen wir mal so. Aber wie gesagt, no hate jetzt an Louis. War trotzdem ein geiles Tool, aber heute wollte ich euch mal das Tool zeigen. Wer Fragen oder irgendwas hat, kann gerne in meinen Discord kommen. Link ist in der Beschreibung, genauso wie der Link zu diesem Tool. Beziehungsweise ich packe euch den Discord von Jora rein. Da könnt ihr beitreten und wenn ihr das Tool kaufen wollt, könnt ihr ihm einfach schreiben. Bezahlungsmethode ist ein bisschen schwierig mit ihm. Ich habe ja das Copy-Tool von ihm gekauft, deswegen schwierig. Aber gut. Ja, dann gehen wir jetzt mal kurz Schritt für Schritt ein bisschen durch das Tool durch. Ja, das Ding ist jetzt bloß, dass ich halt das Tool erst seit nicht mal 24 Stunden habe. Ja. Deswegen, also ich muss mich damit selber noch ein bisschen reinfinden, aber wer Fragen hat, immer her damit. Ja, Props kennt man. Also wer Props unsichtbar machen will, kann zum Beispiel hier die Renderdistanz hochstellen. Das habe ich bisher eigentlich nur gemacht bei den Props. Ich kann es euch ja mal zeigen. Das ist jetzt noch ein Remake oder eine kopierte Version von meiner alten Map. Und by the way, wenn ihr Maps bearbeiten wollt, wo der Modellspeicher zu hoch ist, seht ihr hier. Ganz wichtig, sobald ihr das Tool nutzt, macht Dev Mode an. Sobald der Dev Mode an ist, könnt ihr hier auch alles wieder setzen. Jetzt werden die Teile sichtbar und ihr könnt jedes beliebige Element platzieren und der Modellspeicher ist vollkommen Latte. Also wenn ihr jetzt ein Element unsichtbar machen wollt, kann ich jetzt euch ganz kurz mal zeigen. Für den Troll, für die Losers natürlich. Ihr guckt. Also das Element, was ihr unsichtbar machen wollt, guckt ihr hier auf die Nummer. Das ist jetzt Nummer 198 von den Elementen, die ich platziert habe. Dann ruft ihr das Tool auf und guckt mal nach. Hier steht Prop-Nummer und dann wählt ihr hier die Nummer 198 aus. Hier könnt ihr auch im Nachhinein zum Beispiel die Speed-Stärke höher drehen, wenn ihr das vergessen habt und keinen Bock habt, die Speeds wieder aufzunehmen. Oder die Farben von Elementen hier in Murakar zum Beispiel ändern oder wie auch immer. Das ist vollkommen Latte. Also ich mache es jetzt mal als Beispiel. Nehmen wir jetzt einfach mal Murakar. Boom, und da seht ihr, es hat die Farbe angenommen. Drückt nicht auf Invisible, sondern wenn ihr das Teil wirklich unsichtbar haben wollt, tragt hier die 1 ein. Boom. Und mit Enter bestätigen, ganz wichtig, steht auch hier unten. Oder wenn ihr Direction Void wollt, was ich gerne mal baue, könnt ihr zum Beispiel 26 bis 40 nehmen. 26 ist ein bisschen härter. Also desto höher die Zahl ist, desto schneller werden die Dinger wieder unsichtbar. Wieder sichtbar. Also hier 40 zum Beispiel. Kann man hier ganz kurz einen Startpunkt setzen, dann kann ich euch mal zeigen. Auslöser, bumm. Wow. Machen wir mal den hier. Dann seht ihr, die Murakar-Farbe ist da. Und ich habe meine erweiterte Darstellungsdistanz gerade auf Maximum und deswegen sehe ich die Dinge auch relativ früh. Und ich habe es natürlich nicht bestätigt. Kann ich euch jetzt auch nochmal zeigen. 40 ist jetzt nicht eingetragen, wenn ich jetzt den hier mache. Boom. Und dann. Danke GTA dafür. Dann ist die Sichtbarkeit auch eingestellt. Erst wenn ihr bestätigt. Ja, also Farbe, dann die. Das erklärt sich ja von selbst. Das ist ja für die Speeds. Das sind die dynamischen Props.
Ich weiß nicht, ob ihr ein Video dazu haben wollt, wie ich den dynamische Props einstelle, dass die Dinge runterfallen, wie bei meinem IQ-Test. Aber ich glaube, das wird eh kaum einer gebrauchen, würde ich sagen. So, jetzt kommen wir zu den wichtigeren Dingen, was ich noch mehr nutze momentan. Checkpoints, Startpunkt, den kann man blockieren, dass alle Spawns, sage ich mal, auf einer Stelle sind. Da würde ich euch aber von abraten. Weil ich habe einen kleinen Fehler begangen. Ich weiß noch nicht genau, wie es funktioniert. Das ist das Problem, deswegen kann ich es nicht sagen. Ich habe aus Versehen Z2 All Points gemacht. Ja. Dementsprechend hatte ich dann Arschkarte. Weil dann haben die Transformpunkte nicht mehr funktioniert. Ja. Hier könnt ihr alles einstellen, ob Fake, kleine Kontrollpunkte, Warp, wie auch immer. Also das erklärt sich, glaube ich, von selbst, aber wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, rein in die Kommentare damit. Hier könnt ihr die Transform- oder Startvehikel einstellen. Da habt ihr jedes Fahrzeug, was es gibt. Und da habt ihr auch dementsprechend auch gleich die Bilder, wenn es funktionieren würde. So, weil ich den hier auswählen muss. Ich habe das selber noch nicht gemacht, aber es ist eigentlich relativ simpel. Man kann sogar getunte Fahrzeuge auswählen, soweit ich weiß. Ja, jetzt kommen wir zu einem zu einer Funktion, was Zenvius zum Beispiel nicht hat, was ich auch sehr, sehr feier, was ich bei der Map hier verwendet habe. Ich kann es euch jetzt mal ganz kurz zeigen. Ich mache mal ganz kurz die Musik im Hintergrund aus. Ja, das heißt, kriege ich wieder Probleme mit Copyright. Danke dafür. So, gehen wir jetzt mal auf Testen und dann kann ich euch mal zeigen, was passiert, wenn man die Teleporter anmacht. Also wenn man sich zu bestimmten Orten teleportieren will. Jetzt seht ihr, schwimme ich über Wasser. Das hat den Sinn, ich bin gerade in Cayo Perico. Das kann ich euch ganz kurz zeigen, wie es geht. Also wenn ihr hier Cayo Perico den Haken anmacht, bumm, dann seht ihr die Karte auch. Aber Vorsicht, wenn ihr Cayo Perico anmacht, seht ihr Las Hontas nicht mehr. Also die Elemente an sich sieht man noch, weil die da gebaut wurden, aber die Karte ist absolut verbuggt. Ich kann mal kurz zum Teleporter fliegen, da kann ich es euch mal zeigen, wie die Welt so aussieht. Habe ich nur gemacht, damit man sich mal ein bisschen umgucken kann. Und jetzt, wenn man jetzt hier die Welt sieht, es ist komplett verbuggt. Danke dafür, du Arschloch. Digga. Das könnt ihr im Nachhinein auch noch einstellen. Das Radio zum Beispiel ausmachen, dass man das nicht mehr auswählen kann, was ich sehr, sehr praktisch finde. Aber guck mal, da hinten ist das Boot, was normalerweise im Hafen steht. Es ist komplett verbuggt, die Welt ist gefühlt unsichtbar. Wenn man durchgleitet, ja, sieht es noch schlimmer aus und das erspare ich euch jetzt mal. Ja. Ja, da könnt ihr euch noch zu North Jenkins teleportieren, dann noch zu diesen Tuning-Treffen in dieser Tiefgarage und so weiter. Also, das habe ich selber noch nicht probiert, ob es wirklich so 100% funktioniert, aber Cayo funktioniert auf jeden Fall. Könnt ihr euch gerne mal rumprobieren, aber passt auf, speichert davor, falls irgendwas sein sollte. Ja, hier bei Race Settings könnt ihr zum Beispiel noch das Foto, also das Thumbnail von der Map quasi ändern. Und euch im Nachhinein links den Link der Map sogar kopieren. Also wenn ihr in den Rennen startet und das Menü hier offen habt, könnt ihr das Rennen komplett einsehen und könnt euch hier auch den Link kopieren. Was für ein Copy-Tool zum Beispiel. Dann kann man hier Arena War, Transform, wie auch immer einstellen. Aber immer bestätigen. Ich mache mal extra Sunny, Transform Race, bestätigen. Dann müsste er es eigentlich anerkannt haben, sozusagen. Ja, der Arena War Mode, da kann ich noch nicht allzu viel zu sagen. Also. Es geht hauptsächlich, wenn ihr so ein Menü habt, könnt ihr auch hier Arena War Zusatzelemente platzieren. Die hier
Ja, da passiert nicht allzu viel. Also die Dinger haben keine Funktion, sagen wir es mal so. Das Feuer ist zwar da zum Beispiel, aber keine Funktion. Wenn ihr, also ich habe es schon getestet, wenn ich, Moment, kann ich euch mal kurz zeigen. Wenn ich wüsste, wo das Ding ist. Egal. What? Zum Beispiel das Ding, wenn ich das jetzt hier platzieren würde und der Arena-Mode ist an, stürzt der komplette Editor ab. Dann sehe ich hier gar nichts mehr. Ja, also das ist noch ein bisschen verbuggt. Ich weiß nicht, ob man das doch besser irgendwie zum Laufen kriegt, aber ich gebe euch den Hinweis, deswegen mache ich es nicht. Wenn ihr das schafft, Arena War, wenn ihr eure Map draußen baut und dann zu Arena War wechselt, funktionieren die Dinger zwar, das habe ich mit Sandwich schon mal geschafft, aber die Speeds sind nicht mehr so stark wie vorher, die funktionieren nicht mehr richtig und die Autos haben keinen Grip mehr an Spiralen. Fragenswert warum, aber ja. Also sobald ich das hier platzieren würde, würde der abstürzen. Deswegen nicht zu empfehlen. Oh, hier könnt ihr zum Beispiel noch einstellen, kein Kontaktrennen. Dass das Wetter immer gleich bleiben soll, bleibt es ja sowieso, wenn ihr das so einstellt. Destroy Last Place finde ich auch dämlich. Custom Vehicle, dass man die auswählen kann. Das hier zum Beispiel Vehicle Hildbar kann ich euch auch mal ganz kurz zeigen, wenn ich jetzt das Rennen mal starte. So sieht es, by the way, aus, wenn die Cayo Perico immer noch anhabt, dann sieht die Welt halt absolut verbuggt aus. Und da unten seht ihr den Fahrzeugzustand. Das ist das, was ich gerade meinte. Ist ein bisschen verwinkelt jetzt. Guckt euch das auf jeden Fall be besser mehrmals an, damit ihr es versteht. Und damit die Punkte so aussehen wie bei mir gerade, da macht ihr einfach nur Pfennig Style Points und dann, da seht ihr. Ich finde die schon ganz cool. Da kann man hier zum Beispiel random Züge weglöschen oder das, falls man auf den Schienen baut, wie auch immer, kein Kontakt. Und das hier ist auch sehr wichtig. Macht das bitte an. Keine Sau hört mehr Radio in GTA. Macht das aus. Dann ist die Funktion das gar nicht verfügbar in den Online-Maps. Ja, zu den Zonen. Ich kann es jetzt kurz zeigen, aber ich sag dazu nichts. Mir wurde es von Chris und Franz erklärt und ja, ich habe da so ein kleines Tabu, das weiterzugeben. Mit der einen Zone kann man die Autos explodieren lassen, mit der anderen Zone kann man Wasser stoppen, bla bla bla. Aber wie gesagt, ich darf es nicht zeigen, also sorry. Hier könnt ihr zum Beispiel für Barty Stuntcam fix machen, weil in Cunning Stunts Rennen sind die Cams ja bisschen verbuggt, sagen wir es mal so. Kann man 30 Spiel Lock machen, das habe ich hier auch noch nicht gemacht, könnte man mal testen. Weiß gar nicht, ob das jetzt funktioniert. Das könnt ihr ja ein bisschen rumprobieren. Oder hier, dass man Schnee. Jetzt gibt es hier Schnee. Wie ihr seht. Es funktioniert alles einwandfrei. Hier könnt ihr Modded-Elemente durch Barrieren zum Beispiel ersetzen. Die werden ja ganz gerne ersetzt. Oder dynamische Elemente, wie auch immer. Da gebe ich euch den Tipp. Ich mache Discord kurz auf, dann kann ich es euch kurz zeigen. Wenn er mal laden würde. Hallo. Hi. Wenn ihr hier auf den Discord von Jora geht. Das ist der Discord. Dann auf Prop Sharing und dann habt ihr zum Beispiel von Siebert eine Liste und eine Anweisung, wie man Modded Elemente einfügen kann. Also ihr geht oben auf Prop Swap, kopiert den ganzen Bums da rein und Restore und dann sind alle Barrieren ersetzt. Barrieren steht dann hier oben, welche ihr damit ersetzt. Genau, und dann habt ihr auch Modded-Elemente drin quasi. Mit dieser Funktion hier zum Beispiel kann man Vorlagen
per Koordinatensystem verschieben. Da habe ich aber noch nicht ganz rausgefunden, wie das geht. Irgendwie ist es doch nicht so einfach, wie ich dachte. Vermutlich ist es einfach, bloß ich stelle mich wieder so dämlich an. Keine Ahnung. Kann ja sein. Ja, dann könnte ich hier, kann ich euch auch mal zeigen. Ihr seht ja, ich muss das Rennen eigentlich testen. Dann könnt ihr einfach den hier machen. Skip Race. Einmal kurz Tasten bewegen und boom. Rennen ist getestet. Die Sache ist jetzt bloß die, ihr solltet trotzdem im Online-Modus, also wenn ihr das Rennen so speichert und nicht veröffentlicht, dann solltet ihr das Rennen auf jeden Fall testen, bevor es online geht. Also nicht einfach so jetzt bauen, hier im Editor ein bisschen testen und dann veröffentlichen. Oder also wie gesagt, speichert es erstmal ab und dann geht in der Online-Sitzung. Unter meine Jobs findet ihr das jetzt so aufgelistet, wie es ist. Ihr müsst es nicht online stellen. Sobald ihr den Test übersprungen habt und gespeichert habt, ist das Rennen in meine Jobs verfügbar. Dann testet es, wenn alles funktioniert, geht zum Editor zurück und veröffentlicht es. Oder fixt es, wie auch immer. Das ist auf jeden Fall wichtig zu sagen. Ja, ja, das ist jetzt mehr für... Ja, darauf will ich jetzt erstmal gar nicht eingehen. Wie kann man die Map dann speichern, wenn man sich eine kopiert? Sie veröffentlichen, falls es hier mal nicht funktionieren soll. Das ist halt, habe ich ja schon erklärt, das ist der Dev Mode, die Templates und so weiter. Ja. Ja, das wäre es erstmal hauptsächlich gewesen. What the fuck? Ja, man sieht, dass es mit Cheat Engine gemacht wurde, das Tool. Dora ist ein Russe, aber keine Sorge, schreibt ihn auf Englisch an und fragt nach wegen dem Tool. Dann verkauft es euch. Es kostet 14 Euro. Die Premium-Variante von Zenviews kostet 25. Also, ja. Und ich finde das Tool auf jeden Fall nützlicher als Zenviews. Sorry, dass ich das sage, aber das Tool hat die gleichen Funktionen. Kann alles, was Zenviews auch kann, plus noch mehr. Was Teleport angeht oder den Startpunkt blockieren und was weiß ich was. Also, ja, meine Empfehlung geht auf jeden Fall für das Tool raus. Aber wie gesagt, no hate gegen Lewis und Zenviews, aber ja. Das hier ist um einiges günstiger. Der Typ ist hilfsbereit und hilft euch in jeder Situation. Ja. Ja, das wäre es erstmal hauptsächlich gewesen. Wie gesagt, falls ihr Fragen habt, drinnen in die Kommentare. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über eine positive Bewertung und ein Abo. Ja, schaut in die Beschreibung, da sind alle nötigen Links drin. Ja, und dann würde ich sagen, haut da rein, bis nächstes Mal, ciao, ciao. We'll be right back.